So, ein letzter Schritt oder vielleicht auch nur ein vorletzter, mal schauen. Es geht um Staffageobjekte, die Sie dort einfügen können. Wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Layouts machen können. Sie können es auch anders machen. Sie können es auch in Photoshop am Ende machen, wenn es ein Rendering aus Cinema 4D zum Beispiel ist. Aber das ist eben auch eine gute Variante. Okay, zunächst einmal das Rätsel aus dem vorangegangenen. Wir haben hier oben gesehen, oder wir dachten, dass es dünner ist. Was mir dabei aufgefallen ist oder was mir wieder eingefallen ist, was Sie wissen sollten. Illustrator ist natürlich wahnsinnig detailverliebt. Sie können bei der Linienpalette schauen, dass Sie die Umrandung einer Fläche, wenn Sie eine eigene Fläche anlegen, mittig auf der Kantenachse haben können oder innerhalb oder außerhalb. In diesem Fall ist also mittig das Richtige. Shift-Steuerung oder Shift-Apfel A hebt die Auswahl auf, so wie auch in InDesign, und dann können Sie sehen, dass es also ziemlich ähnlich aussieht. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, zu den Staffageobjekten. Das können also freigestellte Pixelbilder sein oder eben auch EPS-Grafiken. Es gibt ein Buch mit EPS-Grafiken auf einer CD. Neubau Welt heißt das Buch. Das kann man sich kaufen für 49 €. Das kann man sich auch gemeinsam kaufen. Sie dürfen nämlich ausdrücklich diese Grafiken verwenden. Ich habe mal Bridge offen, dieses Dateiverwaltungsprogramm aus der Adobe Collection, was bei Photoshop mit dabei ist. Und dort können Sie zum Beispiel EPS-Grafiken anzeigen lassen. EPS sind PostScript-Dateien, das heißt Vektordateien, mit Pfaden begrenzte Bilder. Das wurde dann aufwendig gemacht von den Herrschaften. Das sind also eingescannte Bilder, die so umrandet wurden. Das ist natürlich ein grafischer Stil von mehreren möglichen. Trotzdem benutze ich den jetzt mal. Bridge hat einen Kompaktmodus, den können Sie hier oben anklicken. Und dann können Sie jederzeit Bildchen da in diese Datei reinziehen. Ich nehme mal diese beiden Herrschaften hier. Diese beiden Ladies, die ziehe ich hier rein. Folgendes: In Illustrator können Sie jetzt natürlich erstens die hin und her schieben, auch skalieren mit der Shift-Taste proportional. Sie können sie platzieren, wie es passt. Ich möchte jetzt mal, dass die mir so entgegenkommen, so pseudo-perspektivisch. Aber was haben wir hier? Wir können sie nicht einfach umfärben. Das hat den einfachen Hintergrund. Ich deaktiviere mal kurz diesen Kompaktmodus von Bridge und gehe zurück zu Illustrator. In der Verknüpfungenpalette aus dem Fenstermenü sehen Sie, dass das jetzt tatsächlich etwas anderes ist als dieses Spiegelbild. Es ist nicht eingebettet, es ist referenziert. Sie können ein Bild, was nur referenziert ist, nicht einfach umfärben. Das ist eigentlich klar, weil es sich um eine Art Vertreterbild handelt. Sie können aber mit diesem kleinen Menü hier das Bild einbetten. So, jetzt habe ich hier eine Vektorgrafik mit einer Umrandung und einer Farbfläche, die Sie jederzeit ändern können. Wir haben im Moment schwarz als Füllung, wir können auch weiß nehmen und wir können für die Umrandung eben dann schwarz nehmen. Das wäre so eine Möglichkeit. Jetzt haben wir diese beiden Herrschaften sozusagen weiß mit schwarzer Umrandung. Sie können die dann auch noch auf Ebenen legen, die Sie bewusst auswählen. Ich gucke mal eben, ob ich hier eine leere Ebene habe, auf die ich die legen kann. Ja, habe ich. Ich ziehe sie also auf diese leere Ebene. Jetzt sind die Leute davor. Genauso mit Bäumen. Ich gehe nochmal in Bridge oder zu Bridge und nehme nochmal den Kompaktmodus. Da habe ich auch ein paar Bäume. Und die ziehe ich auch mal da rein. Jetzt kann ich hier dieses Baumbild auch erstmal skalieren. Das ist natürlich viel zu klein. Bäume kann man auch übrigens sehr schön nicht proportional skalieren und sie auf diese Weise dann eben auch leicht variieren, sodass man mit einem Baum gleich mehrere darstellen kann. Dieser Baum liegt zunächst einmal auf dieser Ebene, die ich da gerade angelegt habe. Ich kann das auch noch viel größer machen, dann ist es so wie ein Baum aus dem Vordergrund, wenn man so will. Da müsste man natürlich maskieren, das heißt das Bild beschneiden. Dazu können Sie genauso wie vorher bei dem Spiegelbild den Rand kopieren von diesem ganzen Bild. Das mache ich jetzt auch mal gerade. Ich wähle den Rahmen aus von meinem Schneiderrahmen und kopiere den auch auf eine neue Ebene, die muss ich mir noch anlegen, ganz oben. Mit gedrückter Alt-Taste ziehen Sie dieses kleine Rechteck nach oben. Das wäre der Schneiderrahmen. Der Baum liegt da drunter. Und wenn Sie jetzt den Baum und den Schneiderrahmen auswählen, das mache ich jetzt mal gerade. Ach, mir fällt gerade auf, dass die Bäume noch referenziert sind. Das macht jetzt in diesem Fall aber nichts. Ich klicke also hier drauf und hier drauf. Jetzt habe ich den Rand und diesen Baum ausgewählt und jetzt gehe ich nochmal auf diesen Befehl Object Clipping Mask bzw. Schneidemaske erstellen. Und jetzt werden die Bäume auch schön beschnitten. Ja? Oder der Baum vielmehr. Okay.
Dieser Baum ist jetzt erst einmal schwarz. Auch den können Sie natürlich auf die gleiche Weise umfärben, wie das eben passiert ist mit den Menschen. Ich kann also dieses Bild einbetten. Dazu gehe ich nochmal auf die Linkspalette. Ach nee, die habe ich ja hier. So, und da bette ich das Bild einfach ein. Embed Image. Und jetzt kann ich diesen Baum auch weiß färben, wenn ich das möchte. Ich glaube, es ist besser, wenn er schwarz ist, aber ich wollte Ihnen das nur mal zeigen. Ich mache ihn jetzt auch wieder schwarz, beziehungsweise man kann ihn auch grau machen. Dann sieht es nicht ganz so krass aus. Also was immer Sie möchten. Ne? Das will ich Ihnen ja eigentlich nur zeigen. Ich höre jetzt mal auf, weil die Varianten sind natürlich hier noch vielfältig, was Sie hier machen können. Aber ich glaube, Sie merken, dass es ganz okay aussehen kann. Ich lasse mir mal ganz kurz das Ding in realer Größe zeigen. Das wäre also die reale Größe auf dem Plan. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass es so groß ist. Ganz im Gegenteil, ich finde es sehr imposant und beeindruckend. Und ich hoffe, dass Sie auch genauso Spaß daran haben, das jetzt weiterzuentwickeln mit dieser möglichen Alternative, es in Illustrator zu machen.